Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ihr habt im Titel, ich weiß noch nicht genau, wie ich den nenne, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil YouTube nicht alles erlaubt, und im Thumbnail gesehen. Gaming-relevant, ich habe euch gesagt, ich möchte auf diesem Kanal auch über Themen sprechen, die vielleicht auch mit Gaming zu tun haben, aber jetzt irgendwie nicht COD betreffen oder ein spezifisches Game, sondern vielleicht auch allgemeingültiger sind. Das ist ein ernstes Thema, was uns seit vielen Jahren begleitet, und das ist nicht nur ein Problem, was wir in den USA haben, nämlich Amokläufe von Schülern oder auch Erwachsenen. Es ist ja erstmal, Schüler sind es oftmals bisher gewesen an Schulen. Jetzt haben wir das Ganze mit einem Anschlag in Buffalo und im Ostteil von Buffalo, wo die Mehrheit einfach farbige Menschen sind, die dort leben, ist wieder einer losgelaufen, ein 18-Jähriger, der ist durch den Supermarkt gelaufen, hat ein halbautomatisches Sturmgewehr gehabt, hat ein 180-seitiges Manifest darüber geschrieben, dass er Schwarze hasst und dass er der Auffassung ist, dass eine geheime Regierung versucht, weiße Menschen auszutauschen durch farbige Menschen, also völlig geisteskrank natürlich. Und das ist wieder dieses Problem, was in den USA einfach schon seit vielen, vielen Jahren ist. Und jedes Mal kommen dann aber sogenannte Experten dazu und behaupten, ohne fundamentale Erkenntnisse, ohne Studien ausgewertet zu haben, ohne selber welche gemacht zu haben, Ballerspiele sind der Grund dafür, dass diese Menschen aggressiv sind. Und das ist nicht nur fragwürdig, das einfach so in den Raum zu werfen, sondern meiner Meinung nach, und ich werde euch heute, ich wollte einfach mit euch drüber sprechen, ein bisschen meine Gedanken loswerden, vielleicht wollt ihr darüber sprechen, eure Gedanken loswerden, dafür ist so eine Plattform wie YouTube einfach super, und in dem Stream ist es natürlich immer sehr schwierig. Das ist meiner Meinung nach einfach falsch, und ich habe mich die letzten Tage richtig viel damit befasst und habe mir gedacht, wenn all diese Experten, jetzt zum Beispiel, das könnt ihr in dem Link unten auch sehen, das ist ein Fox-Reporter gewesen, der mit einem selbsternannten sonst was darüber gesprochen hat. Diese Leute haben keine Ahnung von Gaming und die nehmen auch keine Studien dazu, sondern sie behaupten das einfach und dann steht das für die fest und Leute glauben das einfach. Es gibt tausende Studien mittlerweile, unter anderem von der University of, ich wollte immer Scientology sagen, was natürlich Schwachsinn ist, Psychological irgendwas in New York, es ist schwierig, das so zu übersetzen, die eine relativ breite Studie zu dem Thema Shooter, Ballerspiele, Amokläufe, Aggression, Gewalt gestellt haben. Und das ist die beste Studie, die ich finden konnte. Die ist auch in den Artikel unten mit verlinkt. Könnt ihr euch auch selber ein bisschen durchlesen, wenn ihr wollt. Und die haben einen interessanten Schlusssatz, auf den ich einfach eingehen will. Und zwar, übersetzt, umso tiefgründiger eine Studie zu dem Thema Shooter, Games, Suchtpotenzial und Aggression ist, umso weniger Beweise findet man und Relationen, dass Shooter dafür sorgen, dass Menschen andere Menschen wirklich töten. Und wir wissen es alle, COD kann aggressiv machen, Battlefield kann aggressiv machen, Fall Guys kann aggressiv machen, es sind nicht nur Ballerspiele, und keiner von denen sieht oder nennt die positiven Aspekte, die solche Games haben, sondern es wird immer behauptet, der ist aggressiv und der mobbt andere oder der schießt auf andere, weil er Call of Duty spielt. Und das ist einfach Bullshit. Und man kann das Ganze eigentlich umdrehen und sagen, nicht weil er Call of Duty spielt, ist er aggressiv, sondern er ist aggressiv, weil, und da hören meistens die Studien schon auf, familiärer Background, was für eine Bildung hat er? Was für Erfahrungen hat er mit Gewalt, was für Erfahrungen hat er mit häuslicher Gewalt und, oder auch sie, es gibt ja auch weibliche Amokläuferinnen auf der Welt und gab es schon, auch wenn es weniger sind. Es wird immer gesagt, weil er ein Shooter spielt, ist er ein aggressiver Mensch geworden. Und mit aggressiv kann man ja auch nicht unbedingt einen Amoklauf gegen Farbige oder Weiße oder Chinesen, ist völlig egal, was für eine Herkunft die Menschen haben oder Hautfarbe, kann man das ja nicht gleichsetzen. Und der Schütze von Buffalo, den wir jetzt hier leider wieder behandeln müssen, hat vor einiger Zeit in einer Arbeit in seiner Highschool, war es glaube ich, angegeben, sein Berufswunsch ist Selbstmordattentäter. Und ist daraufhin, als er diese Absicht wirklich auch so schriftlich niedergelegt hat,
durch so eine komische Studie kurz durchgegangen, da wurde dann gesagt, ah Leute, es ist schwierig und das Ganze wurde nicht weiter verfolgt, wie das so häufig mittlerweile schon ist. Das ist ein ziemlich ernsthaftes Thema und das ist wirklich nicht einfach, weil es da viele Meinungen geben kann. Er war ein Einzeltäter, die Behörden haben die ganzen Signale, die es gegeben hat, nicht verfolgt. Das ist auch in Deutschland ein Problem. Hier ist das Hauptproblem nicht mal, dass man, was in den USA eins der Probleme ist, man kommt in vielen Bundesstaaten ohne Lizenz an Waffen. Man kommt super einfach über den Schwarzmarkt an Waffen. In vielen Bundesstaaten wie in Texas ist es, weiß ich, ich habe es nicht geguckt, ich glaube ab 16 oder so ohne Waffenschein erlaubt. Also jeder hat das Recht, sich zu verteidigen erstmal, was im Grundprinzip dafür sorgt, dass jeder eine Schusswaffe haben kann. Vollautomatische Waffen, halbautomatische, sonst etwas. Dieser Mensch, am Ende ist es ist immer noch ein Mensch, auch wenn das geisteskrank ist, hat sich wegen diesen Waffengesetzen dort einfach ein Schnellfeuergewehr kaufen können, ohne Probleme. Er hat sich Verschwörungsideologien angeguckt. Der Sender Fox selber, wo diese Experten herkommen, ist der Sender, der diese rechtsradikalen Parolen, die ja auch von Trump teilweise als Republikaner durchgängig befeuert wurden, ebenfalls immer fleißig geteilt werden. Der ist damals, als er an der Highschool gesagt hat, dass er Selbstmordattentäter werden möchte, zu einem psychologischen Test geschickt worden. Danach passierte gar nichts. Das heißt, man wusste, es ist hier etwas im Argen, es wurde aber nicht weiter behandelt. So, und dieses White Replacement, was ja viele Nazi-Gruppen, auch der Ku Klux Klan in den USA befeuern, dieses, eine geheime Regierung versucht, heimlich weiße Menschen aus den Staaten zu bekommen, damit schwarze Menschen das Ganze übernehmen, das ist ja völlig hirnrissig, das ist eine Hasslehre, nichts anderes, hat auch schon viele andere Attentäter angegeben. So, und der Fox-Moderator damals, Tucker Carlson, hat laut den New York Times dann in über, glaube ich, 3 oder 4 oder 500 Sendungen behauptet, die Demokraten in den USA wollen durch Einwanderung das Land so verändern, dass absichtlich Minderheiten die Mehrheiten werden, damit die Amerikaner aus dem Land befördert werden. Und das sind dort News, die den ganzen Tag laufen, die offiziell erlaubt sind. Die ganzen Republikaner äußern sich jetzt nach diesem Attentat wieder natürlich gar nicht. Und das ist leider immer wieder ein Problem in den USA, was immer wieder zutage kommt. Da passieren immer wieder solche Anschläge, Attentate und sonst was. Und genauso hier in Deutschland, wir sind gerade erst einem davongekommen in letzter Sekunde. Das war ein Deutscher, es ist also nicht nur ein amerikanisches Problem. In den USA, die mangelnde Bildung von vielen, nicht alle Amerikaner sind dumm, aber die Bildung von vielen in den USA ist leider sehr eingeschränkt. Und die laschen Waffengesetze plus Mobbing, was nicht verfolgt wird, Familienbehörden sind überfordert, all das kann, ich bin kein Psychologe, aber sorgt natürlich dafür, dass jemand in diese Ecke gedrängt wird. Aber meiner Meinung nach, mit Sicherheit nicht, weil man 3 Stunden am Tag Call of Duty spielt und ein richtig funktionierendes Gehirn kann mit der nötigen Bildung und auch dem nötigen Mindset ja durchaus unterscheiden, ob ich in Warzone einen Hasenskin töte und ich weiß, das ist jetzt ein Videospiel, oder ob ich eine scharfe Waffe kaufe, 180 Seiten darüber referiere, warum ich Menschen jetzt umbringen will und darauf eingehe, warum diese Hautfarbe, diese Herkunft oder sonst was, und das wirklich mache. Und ich finde, Games sorgen auch dafür, dass, oder haben positive Aspekte. Man lernt ein bisschen Sozialverhalten, wenn man mit Freunden spielt. Man kann nicht tun und machen, wie man will. Man spricht mit Menschen, die haben Gefühle, das sind richtige Menschen. Man lernt es als Creator einfach nochmal extrem auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt Leute im Chat, im Stream, die erzählen von Schicksalsschlägen. Das sind Menschen, die mich vielleicht jeden Tag sehen können oder Kaiser oder Stylus oder sonst was. Aber wir sehen euch als Zuschauer ja nicht jeden Tag. So, wir können lesen, was ihr schreibt und das war's vielleicht schon. Und ihr könnt eure Reaktionsfähigkeit verbessern. Ihr könnt euer räumliches Denken, euer strategisches Denken verbessern. Ihr könnt, also Games haben auch einen positiven Einfluss. Und natürlich gibt es die Gefahr, dass man abhängig wird, dass man in eine Spielsucht fällt und all diese Dinge. Aber selbst das alles ist ja nicht der Auslöser für einen Amoklauf. Und ich wollte einfach, und ich weiß gar nicht, ob da
das ist so aus dem Herzen gesprochen, deswegen jetzt auch ohne großen Cuts oder sowas. Ich habe mir auch kein Skript, sondern ich habe natürlich vorher mir die Studien angeguckt, die Überlegungen geführt, wie ich dazu stehe. Es ist einfach aus der Seele raus. Ich finde, dieses Thema ist wichtig, weil es uns alle betrifft, weil wir alle Gamer sind. Ich weiß nicht, ob's auf YouTube passt. Ich wollte es einfach irgendwie aus dem Herzen rausbringen. Likes, Dislikes, Leute, ist mir relativ egal in diesem Video. Schreibt gerne irgendwie eure Gedanken darüber auf in die Kommentare. Wir können auch ein bisschen darüber diskutieren. Das ist auch überhaupt kein Problem. Wie steht ihr dazu? Seht ihr das, wie diese Idioten von Fox und diesen rechtsradikalen Sendern? Oder seht ihr es auch gemäßigt und sagt, natürlich kann ein Ballerspiel einer von 100 Aspekten sein, aber es ist doch nicht der Auslöser für so eine schreckliche Tat. Und mir tut jedes Opfer und jede Familie dort leid, die das jetzt ertragen muss. Und ich werde niemals verstehen, wie dieser Hass auf gewisse Personen entstehen kann. Ob die nun schwarz sind oder weiß oder klein oder groß oder dick oder dünn. Es ist doch, am Ende sind es irgendwie alles Menschen. So. Und der eine riecht anders, der andere sieht anders aus, der andere spricht anders. Aber es sind alles Menschen, die irgendwie alle auf der Welt sind und hier irgendwie eine Aufgabe haben. Also lasst gerne einen Kommentar da, Leute. Ihr könnt ein Like da lassen, aber es ist in dem Fall wirklich egal. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen meine Gedanken näher bringen. Ich bin raus.